Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Ich habe hier mal wieder ein bisschen weitergemacht und zwar... Was ist das? Das ist noch Erde, die muss noch weg. Da drunter und da wartet schon wieder ein Gräuling auf uns. Ja, ich habe hier mal das ganze, ja den ganzen Berg, der hier war, abgetragen. Weil wir wollen ja den Graben hier ziehen. Der hier. Und das sollte das schon eine Ebene sein. Ich würde auch sagen, dass wir die Steinplatten und generell unser Grundstück hier noch erweitern. Und dass wir an dem Graben dann vielleicht sogar, ja, wie hier vorne am Wasser, so eine Umrandung machen. Dass das ein bisschen professioneller aussieht. Deswegen, den ganzen Spaß hier abgetragen war Arbeit wie Sau, aber so ist es halt. Jetzt haben wir eine kleine Problematik, obwohl ich fast glaube, ich weiß es zu lösen. Und zwar gibt es hier einige Stellen, an denen ich einfach nicht tiefer komme. Obwohl ich hier schön tief graben konnte, komme ich zum Beispiel hier nicht mehr weiter runter. Ist egal, wie oft ich drauf hacke, es geht einfach nicht weiter. Ich dachte erst, Mist, hat das jetzt den kompletten Plan vom Graben zerstört. Ich glaube hier auch, ne? Ja, auch hier, obwohl das ja tausendmal höher ist als da drüben. Und ich denke fast, es liegt daran, dass hier drüben die Wand zu hoch ist. Dass das Spiel irgendwie Schluss macht, wenn da an einer Seite dann so ein krasser Hang kommt, dass man, weiß ich nicht, irgendwie vom Gelände nicht also eine riesigen Schluchten bauen kann. Ich denke, wenn wir den ein bisschen abbauen, kommen wir auch hier wieder weiter runter. Weil ich hatte es auch hier vorne irgendwo. Hier. Ah, hier ist auch Schluss. Passiert auch nichts mehr. Ja, und ich hatte es hier vorne irgendwo, da bin ich auch nicht weiter runtergekommen. Dann habe ich hier drüben, hier war ja auch noch Fels, das abgebaut und zack, bin ich schon wieder ein Stückchen weiter runtergekommen. Also ich hoffe mal ganz stark, wenn wir das noch ein bisschen abtragen, dass wir den Graben weitermachen können. Ich hoffe es sehr, weil ich bin mittlerweile sehr begeistert von der Idee. Das wäre halt mega geil. Ich muss sagen, ich habe das ziemlich gefeiert mit diesem Hang, der hier so war, bevor ich es abgemacht oder abgetragen habe. Weil wir halt wirklich komplett sicher gegen alles waren. Trolle, Sumpfangriffe, was auch immer. Aber ja, es ist ja keine Dauerlösung, die ganze Zeit hier in so einem, an so einem Hang zu leben oder generell halt keine Aussicht zu haben. Deswegen habe ich es jetzt doch so abgebaut und werde das demnächst noch ein bisschen weiter tun. Ich hatte einen ganz lieben Zuschauer. Oh Gott, wie spricht man deinen Namen aus? M. Pensi M. Rembo. So steht es zumindest da. Er hat mir zur 100. Folge einen extrem langen Kommentar dagelassen. Erstmal vielen lieben Dank dafür, in dem fast alle Fragen beantwortet sind, die mir so in den letzten Folgen in den Sinn gekommen sind. Ich kann dich jetzt nicht einblenden, weil ja, der Kommentar ist so lang, dann würde ich hier das ganze Bild zumachen, ihr würdet nichts mehr sehen. Und ich müsste es halt auch wahrscheinlich eine Minute eingeblendet lassen, damit sich jeder durchlesen kann. Deswegen mache ich das jetzt erstmal nicht. Aber ich werde ein paar Sachen vorlesen, die du geschrieben hast. Einfach auch, um die Sachen klarzustellen, die du mir erklärt hast. Werde ich immer mal so zwischendurch in der Folge machen, dass wir jetzt hier nicht eine Minute stumpf vorlesen. Mache ich dann nach und nach. So, jetzt lasst mich mal überlegen. Was ist denn noch passiert? Eigentlich nicht so viel. Auf jeden Fall habe ich das Eisen fertig. Ich habe noch mal ein bisschen hier Möhrchen weiter angebaut und Honig und so gesammelt. Alles drum und dran. Wir haben jetzt definitiv... Ach so. Ja, die Schmiede steht jetzt gerade hier, weil komischerweise, als ich hier die Mauer weggerissen habe, wurde mir hier angezeigt, die Handwerkstation hat nicht genügend Schutz. Fand ich ein bisschen komisch. Wir können es gerne noch mal probieren, dann kann ich es euch zeigen, weil wir wollen ja jetzt eigentlich endlich mal alles upgraden. So, Schmiede. Wir packen die wieder hier rein. Jetzt geht's wieder. Komisch. Na gut. So, lasst uns mal das Eisen holen. Dann machen wir das. Er hatte mir zum Beispiel geschrieben, Obsidian ist gut für Pfeile. Da können wir anscheinend noch bessere Pfeile draus bauen. Und die Kristalle haben noch keine Verwendung und die Drüsen, die wir gefunden haben, sind für Frostpfeile gedacht. Das spart mir schon mal echt eine ganze Menge gegoogelt. Weil man manchmal doch nicht so einfach alles rausfindet in dem Spiel. Also nicht, weil es einfach noch nicht so viel gibt. Also teilweise schon, teilweise wiederum nicht. Ist manchmal ein bisschen schwierig, was rauszukriegen. So, was wollen wir machen? Wir wollen die Eisenbeinschiene auf die 3. Natürlich. Zack, haben wir. Coole Sache. Und wir wollen den Eisenhelm auf die 3. Dann haben wir jetzt definitiv hoch alle Rüstungsteile auf der 3. Und eigentlich wollten wir auch den Streitkolben noch machen. Ja, unbedingt, weil dann hat er einen Hauenwert von 67, aktuell von 61. Das ist doch schon nochmal ein Unterschied.
Denn der liebe Zuschauer, ich nenne dich jetzt mal so, dass ich nicht jedes Mal deinen Namen falsch ausspreche, hat auch geschrieben, dass wir uns so langsam doch mal zum Knochenwanst machen müssten, weil wir anscheinend, wenn wir den besiegen oder was auch immer, irgendwas dazu bekommen, dass wir im Gebirge Bodenschätze finden können. Und das jetzt halt sozusagen so ein bisschen Verschwendung wäre, das ganze Gebirge abzuarbeiten und wir können die nicht mitnehmen. Die Sache ist, ich habe irgendwie Angst davor. Ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll, aber... Ach, wir sind so oft gestorben in letzter Zeit und es war gerade dort der Sumpf, das ganze Gebiet, es ist irgendwie so... Ja, so feindlich uns gegenüber, dass ich das eigentlich ganz gerne noch hätte sehr weit rausziehen wollen. Aber du wirst schon recht haben. Effektiv ist der Sumpf ja auch das Biom vor dem Gebirge. Und das Spiel hat sich dabei auch schon was gedacht. Ich bin jetzt noch am Überlegen. Also ich werde es jetzt diese und nächste Folge noch nicht probieren mit Knochenwanst. Das sage ich ganz offen und ehrlich. Aber wir werden das demnächst definitiv tun. Ich bin halt am Überlegen, ob wir nochmal Eisen sammeln. Dann die Schmiede nochmal verbessern, weil es gab hier noch eine Verbesserung. Die Kühlvorrichtung haben wir schon. Ja, die haben wir schon. Das hier war. Die Schmiedeamboss haben wir auch. Und normalen Amboss haben wir. Hier brauchten wir die Kette. Ich dachte, ich hatte noch irgendwas gesehen. Aber nee, den Rest haben wir tatsächlich. Also brauchen wir doch noch die Kette. Ich bin halt am Überlegen. Mir wäre es eigentlich ganz lieb, wenn wir die Schmiede nochmal ein Stück höher kriegen. Und dann eventuell den Streitkolben auch nochmal eine Nummer höher. Dass wir da wirklich echt gut ausgerüstet sind. Ich meine, wir haben mittlerweile das mittlere Ausdauergetränk. Das heißt, daher sind wir schon mal besser. Essenstechnisch hat sich nicht viel verändert, aber auf jeden Fall Rüstung und die Waffe. Dann sehe ich die Chancen schon ein bisschen besser, dass wir das irgendwie erledigen können, den guten Knochenwanst. Naja, wir gucken mal. Also ich werde jetzt nicht direkt losstürmen, aber ich sag mal so, wie die nächsten Folgen machen wir ein bisschen Vorbereitung, um den zu besiegen. So, was wollten wir denn mal noch machen? Also das mache ich dann mal außerhalb des Videos weiter. Ich denke, das kann jeder nachvollziehen, dass das echt zu langweilig ist, weil das sind, keine Ahnung, locker schon wieder 3-4 Stunden gewesen, das Ganze hier auszuheben. Dann würde ich eigentlich sagen, ich mache mich mit euch wieder in den Sumpf. Denn die Kette kriegen wir vom Zorngeist. Das hat er ja auch geschrieben. Der Zorngeist ist immer außerhalb der Krypta und kommt nur nachts. Macht Sinn, weil es war, glaube ich, Nacht, als wir mal einen besiegt haben. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt nochmal in den Sumpf. Wir können dort noch ein bisschen Eisen sammeln. Ach, ich bin auch doof. Jetzt habe ich die Waffe verbessert und dabei wollten wir uns doch eigentlich eine Eisenspitzhacke bauen. Aber gut, die wollten wir uns fürs Gebirge bauen. Gebirge ist jetzt erstmal wieder ein bisschen abgeschrieben, dass wir wirklich den Knochenwanz besiegen. Von daher nicht so schlimm. Besser, wir haben die Waffe jetzt erstmal auf der 3. So, ich gucke ja schon wieder tausendmal ins Menü, weil ich nicht nebenbei reden und mich konzentrieren kann. Das kommt auch noch weg. Ich wollte jetzt ganz gerne wieder Würstchen haben und noch Suppe und dann nehmen wir das Fleisch noch mit. Dann sind wir eigentlich ganz gut ausgerüstet. Wir können noch ein bisschen Werkzeug wieder wegpacken, dann können wir auch mehr Eisen schleppen. Ich darf nur nicht wieder die Spitzhacke weghauen. Das passt, Pfeile haben wir auch genug, Holz kann noch weg. Und da machen wir uns auf den Weg. Ja, da können wir ein bisschen Eisen sammeln, warten vielleicht noch, bis es dunkel wird und wir einen Zorngeist treffen. Dann kriegen wir endlich die letzte Kette noch, können die Schmiede verbessern und mit dem Eisen, was wir gefunden haben, können wir dann entweder die Spitzhacke noch eins höher machen. Die Spitzhacke sage ich schon. Den Streitkolben natürlich. Oder nochmal Rüstung oder mal gucken. Kommt drauf an, wie schnell wir... Ah, ich wollte eigentlich Giftwiderstand noch mitnehmen. Ah, okay, wir machen jetzt mal einen Durchlauf ohne. Aber wenn wir das nächste Mal wieder in den Sumpf reisen, brauche ich unbedingt Giftwiderstand. Ja, aber apropos Spitzhacke, es wächst beim kleinen Versprecher gerade. Da komme ich gleich zum nächsten Tipp, den er mir mitgeteilt hat. Den Steingolem sollten wir mit der Spitzhacke besiegen. Macht natürlich auch Sinn, ist ja aus Stein. Allerdings braucht die Spitzhacke relativ lange zum Ausholen. Und der Steingolem hat uns nicht so extremst lange Zeit gelassen. Aber ich würde es tatsächlich mal probieren. Wäre ich nie drauf gekommen, also macht voll Sinn, gar keine Frage, aber hätte ich niemals dran gedacht, das auszuprobieren. So,
So, das ist Wahnsinn. 74,5 Schaden mittlerweile. Ah, ich möchte eigentlich so mega zuversichtlich sein, dass wir Knochenwanst jetzt easy peasy weghauen, aber die Hoffnung ist irgendwie gestorben in mir. Ich würde sagen, wir kämpfen uns hier mal ein bisschen durch. Einerseits brauchen wir auch die Innereien und alles für die ganzen Tränke in nächster Zeit. Und andererseits ist es auch schön, wenn wir wissen, dass hier mal ein bisschen Ruhe herrscht. Aua. Schlundi. Scheiße. Kein Schlundi. Zwei Schlundis. Noch ein Schlundi. Ah, zu viele Schlundis. Ich habe kaum noch... Shit. Nein. Nein. Aua. Ey, der zieht uns nur noch 7 ab. Hat der gerade nicht richtig getroffen oder waren die Pfeile von denen immer schon so schwach? Wir brauchen unbedingt mal ein bisschen... Bisschen Ausdauer. Will mich jetzt ungern vergiften lassen. Ich lasse das jetzt einfach mal liegen, was er gerade hat fallen lassen. Weil Vergiftung haut halt immer echt heftigst rein. So. Also wir müssen noch mal gucken, aber der Pfeil von ihm hat ja gerade echt gar nichts abgezogen. Ach so, und diese Feuergeschichten, die da hinten sind, hat er mir netterweise auch erklärt. Moment, jetzt muss mich gerade ein bisschen aufs Spiel konzentrieren. Gucken, ob ich es jetzt auf die Schnelle finde. Die Feuerdinger, die du erwähnt hattest, sind Sortlinge. Von denen haben wir ja die Kerne immer. Moment. Ein gratis Kohle und Sortlingkernquelle. Einfach Spawner mit Spitzhacke ausgraben, Mobs fallen ins Wasser und sterben ab und an Loot abholen. Klingt auf jeden Fall nach einer coolen Farming-Methode. Gerade für die Kerne. Da wäre ich nicht traurig drüber, weil die finden wir halt wieder nur im dunklen Wald und eigentlich treibt uns da aktuell so gar nichts mehr hin. Weil wir von dort einfach nichts brauchen, aber Portale werden wir wahrscheinlich noch sehr, sehr viele bauen. So, die Distel nehmen wir noch mit. Das war jetzt die nicht fertige. Wir hauen mal noch hier das Skelett kaputt. Ey, selbst das nur noch 9,4 Schaden. Alter, das scheint ja richtig viel gebracht zu haben, gerade die Rüstung auf die 3 zu upgraden. Oder abzugraden. Coole Sache, freut mich sehr. Er hat auch gesagt, dass wir immer mal nach gelben Blumen im Sumpf Ausschau halten sollen. Das ist Rübensaat. Habe ich bis jetzt, glaube ich, noch gar nicht geerntet. Werden wir mal gucken, ob wir das hier auch noch finden. Also, ich bin wahrscheinlich schon wieder dreimal vorbeigerannt, weil ich jetzt nicht drauf geachtet habe. Aber vielleicht dann auf dem Rückweg können wir ja gern mal gucken, dass wir davon was mitnehmen. So, ich höre schon wieder Gegner. Sehe aber keine, ist immer eine ganz unschöne Sache. Das klingt nach einem Schlamm oder so. Ist hier noch, das ist alles noch Schrott. Du bist nass. Vielen Dank für den hilfreichen Tipp. So, 2 Eisen haben wir schon wieder. Geht zum Glück immer relativ schnell. Wenn wir das natürlich alles noch auf die 4 kriegen würden... Das wäre halt mega geil. Das bedeutet aber jetzt wiederum auch, du hast ja geschrieben, dass Obsidian für Pfeile ist. Das heißt, das ist keine neue Ressource im Sinne von Waffenrüstung. Ich weiß auf jeden Fall, dass man aus dem Wolfsfell noch Rüstung machen kann. Aber ich glaube, die ist schwächer und hilft einfach nur gegen die Kälte. Dann brauchen wir nicht dauerhaft diesen Frostwiderstandsmet. Na gut, du hast aber auch geschrieben, dass wir da Bodenschätze finden können. Wenn wir vorher den Knochenmanns getötet haben. Also ich weiß nicht, ob dann Silber oder Gold kommt. Weil das nächste Biom ist ja prinzipiell dann... sind die Ebenen und da kommt das Schwarzmetall und ich glaube, das ist das Stärkste, was geht. Also irgendwas muss noch kommen. Ich glaube, Goldrüstung gibt es nicht. Ich glaube, es gibt noch Silberrüstung, aber... Nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Aber ich muss sagen, wenn das jetzt wirklich so geil ist mit der Eisenrüstung gerade, würde mich am liebsten mal von so einem Trogger schlagen lassen. Werden wir vielleicht gleich mal, nur um zu gucken, wie viel es abzieht. Ah, ich hätte ganz gerne erstmal den Schleimling tot. Moment. Wenn wir das dann noch auf die 4 kriegen, dann ist das ja aktuell echt erstmal der Hammer. Ja gut, interessant wäre es noch bei einem Golem gewesen. Golem, bei einem Goblin, Kobold. Der hat uns auf jeden Fall um die 50 abgezogen. Gucken wir mal bei so einem Trogger.
was der anrichtet. 108 haben wir. 9 Schaden. Das ist nichts. Das war auch früher definitiv viel, viel mehr. Ey, cool, wir stehen auf ihm drauf. Na, doch, verdammt. Doch nicht so cool. Wenn wir die noch auf die 4 kriegen, dann wäre ich damit echt happy. Um zum Knochenwanz zu gehen. Aber es wird wahrscheinlich noch mehr kosten. Na, wahrscheinlich jetzt 20 pro Stück. Das heißt 60 Eisen dafür. Und die Waffe wird wahrscheinlich 40 kosten, wenn sich zumindest alles immer verdoppelt. Das heißt 100 Eisen, das ist schon nicht ohne. Aber dafür wären wir halt richtig, richtig gut vorbereitet. Mal schauen. Ich habe halt bloß Schiss, dass wir dann wieder beim Knochenwand sterben und dann liegt halt einfach alles dort. Und wenn das an einem richtig ungünstigen Ort liegt, haben wir halt ein ganz großes Problem wieder, das ordentlich zu holen, weil gerade im Sumpf, da dann mit so einer Rolllederrüstung ganz schnell reinzurennen, da ist halt auch ganz, ganz schnell Schicht im Schacht. Und wir waren halt die letzten Male wirklich nicht mal annähernd so weit, ihn irgendwie zu besiegen. Ich meine, wir haben gut was getan. Es war auch doof mit alles auf Stufe 1 dahinrennen. Aber die Sache ist, wir müssen ihm halt wirklich ordentlich Schaden reinfetzen, sonst wird das nichts. Vielleicht versuchen wir auch einfach nur den Streitkolben noch auf die 4 zu kriegen. Das haben wir, das haben... Hier ist noch was. Jetzt nicht mehr. Doch, da war immer noch was. Wo ist es? Hä? Gib es mir. Tut mir leid, dass es so dunkel ist. Ja, er hat außerdem auch geschrieben, dass es langsam mal Zeit wird, den Dings zu finden, den dunklen Händler. Ich versuche es gerade zu finden. Mal gucken. Achso, und es wird Zeit, dass du dich auf die Suche nach dem Händler machst, der hat gerade für die Krypten ein, zwei nützliche Sachen. Ich weiß bloß ehrlich gesagt noch nicht, wie wir das anstellen. Ob wir uns jetzt wirklich mal ein paar Folgen vornehmen, einfach nur rumzulaufen, in der Hoffnung, wir finden ihn. Oder wie wir das am besten machen. Ich bin halt auch echt heiß drauf, ne? Ich hatte es ja schon erwähnt, letzte Folge, die Kopflampe plus den Gürtel. Wenn es da noch mehr nützliche Sachen gibt, ist halt die Frage, was das auch alles an Münzen kostet. Ob wir da überhaupt schon genügend haben. Aber Zeit wird es auf jeden Fall. Ich denke, wir werden das so machen. Dass wir uns dann einfach nochmal ein, zwei Folgen Zeit nehmen, mal ein bisschen rumrennen. Wir können ja ein paar Bären und sowas sammeln. So, ein Elite-Torger. 7 Schaden gemacht. Nee, das war nicht der Elite, das war der andere. Ist trotzdem... Es ist so einfach geworden. Brauche ich ja nicht mal mehr blockieren. Macht gar keinen Sinn. So, den holen wir uns so. Und den holen wir uns so. Oh, hier ist ein Spawner. Wir haben kaum noch Ausdauer. Das ist ein bisschen schlecht. Und wir wurden vergiftet. Da war noch ein Schleimding, den habe ich nicht gesehen. Kriegt jetzt noch schnell einen Pfeil. Wir hauen mal was zu futtern nach. 6 Sekunden noch. Das ist echt krass, ne? Eine so eine Vergiftung raubt uns fast alles. Jetzt möchte ich mich nicht nochmal unbedingt treffen lassen. Wir machen das jetzt erstmal auf die sichere Art und Weise, bis wir wieder genügend Leben haben. Denn die Pfeile kosten auch nicht die Welt. Hey, Elite. Ah, jetzt kommt der nächste. Wir müssten halt eigentlich mal relativ schnell den Spawner kaputt machen, sonst bringt das ja alles nichts. Ja, und jetzt haut er ab. Ist klar. Nein! Ach, immer in den schlechtesten Zeiten, diese World Saves. Oh, haben die schon immer so viel ausgehalten? Aua! Ach so, wieder die Ausdauer. Ach, Mann. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Da haben wir schon so einen Riesenbalken. Kommt trotzdem nicht weiter. Kriege ich denn den Spawner mit Pfeilen kaputt? Wahrscheinlich nicht. Das Dumme ist nur, es kommt gleich wieder der nächste. Das ist alles... Oh Gott. Noch ein Trogger. Wir müssen jetzt erstmal das Ding hier kaputt machen. Anders geht's nicht. Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiße. Ja, die Lebensregeneration ist halt echt, obwohl wir gute Nahrungsmittel haben, das ist einfach 3 HP pro Tick, 2 HP pro Tick, 2 HP.
Da wären wir mit zwei Honig schon besser dran. Müssen mal gucken, weil dauernd nur die Mets trinken, das wird einfach zu teuer. Es ist irgendwie echt schwierig, das ordentlich umzusetzen. Kriege ich dieses Ding kaputt? Ich glaube, ich mache dem Spawner Schaden. Ist der schon weg? Nee. Ich mache dem Spawner Schaden. Lass das mal so versuchen. Ich habe halt keine Ahnung, wie viel Leben so ein Spawner hat, aber eigentlich waren die mal relativ schnell weg. Ich glaube, jetzt haben wir es. Perfekt. Dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir machen morgen 19 Uhr wie gewohnt weiter. Noch ein bisschen Eisen sammeln und irgendwann auf die Suche nach dem Händler. Bis dahin, macht's gut.